Wir legen sofort los. An dieser Stelle nochmal hallo, wir starten jetzt auch den Stream. Das heißt, jetzt sind wir live. Und ich übergebe einfach das Wort an Claudia Mäder und wünsche viel Spaß bei dem Vortrag. Ich klinke mich wieder aus und gebe dann Bescheid, wenn es Zeit ist, weiterzumachen. Okay, Viel Spaß, vielen, Claudia. vielen Dank. Ja, danke schön. Danke, Tim. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier über die Internetplattform Umwelt im Unterricht sprechen kann, dass ich die hier vorstellen darf. Dort hält der Bildungsservice im Bundesumweltministerium umfangreiche Unterrichtsmaterialien zur Klimabildung bereit. Umwelt im Unterricht wendet sich in erster Linie an Lehrerinnen und Lehrer. Aber wie wir später noch sehen werden, finden auch Schülerinnen und Schüler und alle Interessierten nützliche Informationen und Materialien auf der Webseite. Wir schwenken gleich einmal zur Startseite von Umwelt im Unterricht. Das ist also unsere Startseite. Dort steht immer das aktuelle Thema der Woche, also das Thema, das zuletzt veröffentlicht wurde. Denn alle 2 Wochen erscheint hier ein neues Thema. Oder ein komplett aktualisiertes Thema aus unserem Bestand. Zurzeit umfasst unser Bestand etwa 130 Themen und damit gleichzeitig auch 130 Unterrichtseinheiten. Sie erstrecken sich über das gesamte Themenspektrum des Bundesumweltministeriums und bilden eine Art virtuelles Lehrbuch. Und darunter sind auch sehr viele Materialien zum Klimawandel zu finden. Wenn man hier auf dem Startbildschirm die Überschrift anschaut über dem Foto, dann sieht man, dass wir unsere kompakten Unterrichtseinheiten Thema der Woche nennen. Solch ein Thema der Woche besteht aus mehreren Teilen. Zunächst gibt es da einen Hintergrundtext, in dem die wichtigsten Informationen und Fakten zur Thematik aufbereitet sind. Und der Hintergrundtext enthält auch weiterführende Links. Weiter gibt es einen Unterrichtsvorschlag für die Grundschule und einen Unterrichtsvorschlag für die Sekundarstufe. Hier wird ganz konkret beschrieben, wie die Lehrkraft die Unterrichtseinheit durchführen kann. Zusätzlich bieten wir Materialien für die Grundschule und für die Sekundarstufe an, und zwar in Form von Arbeitsblättern. Inhaltlich sind diese Arbeitsblätter sehr vielseitig. Je nach Unterrichtsvorschlag sind da verschiedenste Inhalte enthalten. Wenige Beispiele sind Unterlagen für Rollenspiele, Links für Recherchen im Internet, Infotexte, Zuordnungsaufgaben, Anleitungen und Auswertebögen für Exkursionen, Quiz oder auch Anleitungen zur Anfertigung und Auswertung von grafischen Darstellungen. Und wie die Folie hier zeigt, gibt es bei vielen Themen der Woche auch eine Fotoserie. Jetzt möchte ich zeigen, wo die Klimathemen bei Umwelt im Unterricht zu finden sind. Die hellgrüne Leiste über der Erdkugel auf diesem Screenshot zeigt die Navigation der Webseite. Man kann hier nach Unterrichtsfächern suchen, nach Materialien, nach Altersstufen und nach einer Vielzahl von Schlagwörtern. Hinter Materialien verbergen sich die Bestandteile eines Themas der Woche. Hier kann man also beispielsweise nur Unterrichtsvorschläge aufrufen. Und Altersstufen beinhaltet eine Einteilung in Grundschule und Sekundarstufe. Außerdem kann man in der Navigation noch Themen finden. Dies ist hier aufgeklappt. Die Themen sind hier aufgeklappt auf der Folie. Unter Themen haben wir insgesamt 11 Themenseiten zur Auswahl. Für all diese Themenseiten wie Energie, Klima, Konsum oder Mobilität gibt es eine größere Anzahl von Themen der Woche in unserem Bestand. Wer also hier auf Klima klickt, da, wo der dicke Pfeil zeigt, findet insgesamt 37 Themen der Woche, beziehungsweise 37 Unterrichtseinheiten. Die nächste Folie zeigt eine Auswahl dieser 37 Unterrichtseinheiten. Beispielsweise haben wir kürzlich die Energiewende thematisiert.
In dem Thema der Woche geht es um die Frage, wie der Weg zur treibhausgasneutralen Energieversorgung gelingen kann. Im Thema der Woche Klimawandel, was wir wissen, steht die Überprüfung von Aussagen zum Klimawandel im Mittelpunkt. Wie bewerte ich Informationen und Quellen im Internet, ist dabei eine zentrale Frage. Der Unterrichtsvorschlag für die Sekundarstufe beinhaltet einen fächergreifenden Ansatz zum Englischunterricht, denn die Schülerinnen und Schüler recherchieren in englischsprachigen Internetquellen. In unserem Thema Meere im Klimawandel geht es um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Meere, hier insbesondere auch auf die Auswirkungen auf Ökosysteme wie Korallenriffe. In einem weiteren Thema der Woche lernen die Schülerinnen und Schüler extreme Wetterereignisse kennen. Sie diskutieren den Zusammenhang zum Klimawandel. Sie betrachten den Unterschied zwischen Wetter und Klima und werten auch Daten aus. Auch eine mögliche Anpassung an Extremereignisse wird hier besprochen. Detailliert um die Anpassung an den Klimawandel geht es jedoch in unserem Thema der Woche Stadt, Land, Klima. Deutschland passt sich an. Und weiter gibt es noch ein Thema der Woche, das sich mit der Notwendigkeit zum Ausstieg aus der Kohlenutzung beschäftigt. Dabei geht es um die Frage, wie der Kohleausstieg gelingen kann. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich in der Unterrichtseinheit unter anderem mit den Positionen verschiedener gesellschaftlicher Akteure auseinander. Nun möchte ich ein Thema der Woche noch etwas näher beschreiben, damit man sich vorstellen kann, was in den Bildungsmaterialien im Detail zu finden ist. Das ist unser Thema Indigene Völker und Klimawandel. Im Hintergrundtext zu diesem Thema geht es unter anderem um die Situation verschiedener indigener Völker und deren Probleme durch die Folgen des Klimawandels. Für die Unterrichtsvorschläge werden bei Umwelt im Unterricht immer Leitfragen aufgestellt. Für die Grundschule sind das in diesem Fall folgende Leitfragen. Wie nutzen indigene Völker die Natur im Vergleich zu unserer gegenwärtigen Gesellschaft? Und was können wir voneinander lernen? Die Unterrichtseinheit der Grundschule startet mit dem Betrachten der Fotoserie, die es zu diesem Thema auch gibt. Oder auch mit einem Video über indigene Völker. Wir empfehlen in den Unterlagen ein geeignetes Video per Link. Es schließt sich ein Gesprächskreis an, in dem die Schülerinnen und Schüler unsere Lebensweise mit dem Leben indigener Völker und deren Verhältnis zur Natur vergleichen. In der Arbeitsphase stellt die Lehrkraft die Leitfragen vor. Sie verteilt fiktive Briefe von zwei indigenen Kindern aus dem Amazonas-Regenwald und der Arktis. Die Kinder schildern in diesen Briefen ihren Alltag, den Umgang mit der Natur und die Klimafolgen und Umweltprobleme, von denen ihr Volk betroffen ist. Die Briefe liegen in den Word-Dokumenten in den Unterrichtsmaterialien vor. Die Schülerinnen und Schüler erhalten nun den Auftrag, einen Antwortbrief zu schreiben. Sie beantworten darin die Fragen der indigenen Kinder und beschreiben auch ihr eigenes Leben. Sie können auch Fragen stellen und äußern Ideen, was zur Lösung der Probleme getan werden kann und auch was sie selbst dazu beitragen könnten. Anschließend werden die Antwortbriefe in der Klasse vorgestellt. Fragen werden besprochen und die Lösungsvorschläge und eigenen Beiträge der Schülerinnen und Schüler weiter ausgearbeitet. Außerdem wird darüber gesprochen, was die Menschen hierzulande von den indigenen Völkern lernen können. Soweit zum Unterrichtsvorschlag für die Grundschule. Weiter zum Unterrichtsvorschlag für die Sekundarstufe. Auch hier gibt es wieder Leitfragen und die Leitfragen lauten, auf welche Weise sind indigene Völker von Umweltzerstörung und Klimawandel betroffen? Und was können gegenwärtige Gesellschaften aus der traditionellen Lebensweise für den eigenen Umgang mit Ressourcen lernen. Zum Einstieg kann die Lehrkraft ein Video über Angehörige indigener Völker zeigen, die für ihre Rechte und den Klima- und Umweltschutz kämpfen. Alternativ kann auch hier wieder, wie bei der
und Schubidi-Fotoserie genutzt werden. Anschließend diskutieren die Schülerinnen und Schüler, was indigene Völker sind und mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben. In der folgenden Arbeitsphase stellt die Lehrkraft wieder die Leitfragen der Unterrichtseinheit vor. Die Lernenden erhalten nun die Aufgabe, über die Bedrohung der traditionellen Lebensweise eines indigenen Volkes zu recherchieren. Das könnten beispielsweise die Aborigines in Australien oder die Nenzen in Sibirien sein. Begleitend gibt es dazu ein Arbeitsblatt, auf dem die Aufgabenstellung genauer beschrieben ist und auf dem bereits Quellen zur Recherche genannt werden. Die Schülerinnen und Schüler können aber auch selbst Quellen im Internet nutzen. Hinweise zur Bewertung der Vertrauenswürdigkeit von Quellen finden Sie außerdem auf dem Arbeitsblatt. Mit den gefundenen Informationen entwickeln die Lernenden eine Story über das Schicksal des indigenen Volkes aus der Sicht eines Stammesmitglieds. Diese Story könnte mithilfe digitaler Medien wie Bilder, Videos und Ton aufbereitet werden. Und dann kann die Story in Form eines, zum Beispiel in Form eines simulierten WhatsApp-Chatverlaufs als Blog oder im Stil einer Social-Media-Plattform umgesetzt werden. Alternative dazu ist einfach ein fiktives Interview mit dem Stammesmitglied, wenn die digitale Aufbereitung nicht möglich ist. Zum Abschluss werden die Ergebnisse in der Klasse vorgestellt und verschiedene Fragen, die wir beispielhaft im Unterrichtsvorschlag auch angegeben haben, diskutiert. Dazu zählen Fragen des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen und gegebenenfalls der Klimagerechtigkeit. Möglichkeiten und Ideen zur Lösung der Probleme stehen dabei im Mittelpunkt. Soweit zu diesem Thema der Woche. Für die Klimabildung haben wir noch ein weiteres spezielles Materialienbündel zusammengestellt. Das ist unser Lehr- und Aktionspaket Klimawandel. Hier kann man viele Informationen und Fakten im Überblick bekommen und eine Vielzahl von Ideen für schulische und außerschulische Projekte. Dieses Paket besteht aus drei wesentlichen Teilen, wie die Folie das hier auch verdeutlicht. Der erste Teil enthält eine Zusammenstellung wichtiger Fakten zu Klimawandel und Klimaschutz, und zwar in Form häufig gestellter Fragen. Wer sich also schnell in das Thema einlesen möchte oder einen Überblick verschaffen möchte, wird hier ganz bestimmt fündig. Der zweite Teil wendet sich an Lehrkräfte, die für den Unterricht einen Einstieg suchen und unschlüssig sind, mit welchen der vielen Themen der Woche sie am besten beginnen könnten. Dazu nennen wir 6 Themen, die aus unserer Sicht zum Einstieg geeignet sind. Und im dritten Teil gibt es dann die Projektvorschläge mit einer Vielzahl von Ideen für unterschiedlichste Aktivitäten. Dazu zählen künstlerische Gestaltungsmöglichkeiten und Ausstellungen, journalistische Arbeiten für die Schülerzeitung, Veranstaltungen wie Schulfeste und Elternabende, Ausflüge und Exkursionen und vieles mehr. Die Projekte sind 5 Themen zugeordnet, die wir hier im dunkelgrünen Kreis sehen können. Das sind Klimawandel und Maßnahmen zum Klimaschutz, Klimapolitik, nachhaltige Mobilität, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Ernährung. Beispielsweise gibt es unter der Überschrift nachhaltiger Konsum 3 verschiedene Projektideen. Eins dieser Projekte steht unter der Überschrift der Preis zu voller Kleiderschränke. Ich möchte dir noch kurz vorstellen, wie unsere Vorschläge zur Durchführung dieses Projektes aussehen. So könnte das Projekt damit beginnen, dass die Teilnehmenden die Umweltprobleme und die sozialen Probleme bei der Produktion und Vermarktung von Kleidung recherchieren und diskutieren. Eine mögliche Quelle dafür ist ein Video des Umweltbundesamtes mit dem Titel Der Preis der Schönheit, Mode und die Folgen für Mensch und Umwelt. Dieses Video verlinken wir. Auch eine Frage von
auch eine Umfrage, nicht eine Frage, eine Umfrage von Greenpeace zum Thema wegwerfbare Kleidung könnte ausgewertet werden. Anschließend gestalten die Projektteilnehmerinnen und Teilnehmer einen Artikel für die Schülerzeitung. In diesem Artikel wird um einen achtsamen Umgang mit Kleidung geworben. Und zu diesem Themenkomplex könnte auch eine Veranstaltung organisiert werden, zu der beispielsweise Vertreterinnen und Vertreter von Umweltschutzorganisationen oder Vertreterinnen und Vertreter von nachhaltigen Textilherstellern eingeladen werden könnten. Weiter schlagen wir in diesem Projekt vor, dass die Teilnehmenden Labels für nachhaltige Kleidung recherchieren und damit einen Einkaufsführer gestalten. Der kann dann zum Beispiel in der Schule oder an anderen geeigneten Orten ausgestellt werden. Die Teilnehmenden könnten auch Werbung für Mode analysieren. Daraus könnten sie Ideen zur Werbung für ökologisch und fair gehandelte Kleidung entwickeln. Sie setzen diese Ideen künstlerisch in Form von Zeichnungen, Collagen oder Videos um. Diese Exponate und der Einkaufsführer können für eine Ausstellung, einen Elternabend oder den Tag der offenen Tür der Schule genutzt werden. Klasse wäre natürlich auch eine Tauschbörse für Kleidung zu organisieren. Und zudem könnten die Schülerinnen und Schüler eine nachhaltige Schülerfirma gründen, die ökologische und faire Kleidung herstellt oder gebrauchte Kleidung umnäht. Derartige Schülerfirmen gibt es durchaus in der Praxis. Ich hoffe, die gezeigten Beispiele konnten einen Eindruck über die Vielseitigkeit der Bildungsmaterialien auf Umwelt im Unterricht vermitteln. Vielleicht ist auch deutlich geworden, dass die Materialien auf dem Prinzip der Bildung für nachhaltige Entwicklung basieren, die wir als handlungs- und beteiligungsorientierte politische Bildung verstehen. Die Themen der Woche umfassen sowohl ökologische als auch ökonomische und soziale Aspekte. Insofern können die Unterrichtsvorschläge nicht nur in einem Fach, sondern in unterschiedlichen Fächern eingesetzt werden. Claudia, ich muss dich kurz unterbrechen. Du hast noch knappe 5 Minuten. Ah, das reicht. Ist nicht mehr viel. Wichtig ist für uns auch der fächerübergreifende Aspekt, der bei vielen Unterrichtsvorschlägen zur Anwendung kommt. Die Inhalte von Umwelt im Unterricht werden zum größten Teil im Auftrag des Ministeriums von einem Redaktionsteam für Bildungsmaterialien erarbeitet. Dabei unterliegen die enthaltenen Informationen einer fachlichen Prüfung. So werden alle Hintergrundtexte durch die jeweiligen Fachreferate bei uns im Haus fachlich geprüft. Mit wenigen Ausnahmen stehen die Inhalte von Umwelt im Unterricht unter offenen Lizenzen. Sie dürfen ausdrücklich bearbeitet und in veränderter Form weitergegeben und unter Angabe der Quelle auch veröffentlicht werden. Die Arbeitsblätter liegen in Form veränderbarer Word-Dateien vor. Das heißt, die Lehrkräfte können sie nach ihren Vorstellungen verändern und sie können sie auch an den Lernstand ihrer Klassen anpassen. Natürlich sind die Materialien vollständig kostenlos und ohne Registrierung nutzbar. Wer sich aber dennoch registrieren lassen möchte, erhält alle 2 Wochen unseren Newsletter mit der Beschreibung des aktuellen Themas der Woche. Ganz zum Schluss möchte ich gerne noch auf unsere neue Internetseite für junge Leute hinweisen. Sie heißt Planet A, Umwelt im Internet. Hier auf der Folie können wir den Startbildschirm sehen. Hier gibt es auch eine Rubrik Wissen, die wir mit ähnlichen Themen wie bei Umwelt im Unterricht füllen. Die Beiträge sind aber so bearbeitet, dass sie sich besonders an Schülerinnen und Schüler und junge Menschen wenden und beispielsweise zur Information, für Präsentationen oder für Facharbeiten genutzt werden können. Und damit bin ich auch am Ende der Präsentation und hatte jetzt noch auf Fragen gehofft, aber wahrscheinlich schaffen wir das jetzt gar nicht mehr. Erstmal vielen Dank für die Präsentation. Und wir haben tatsächlich noch die Zeit für die Fragen, die wollen wir uns auch gerne nehmen. Ich schaue mal kurz nach, was wir denn an Fragen gesammelt haben. Hier ist zum Beispiel eine Frage, können Sie nachvollziehen, wie oft Ihr Angebot genutzt wird? Also
kannst du schauen, wie häufig tatsächlich die Sachen dann auch aktiv weiter benutzt werden, die Materialien. Ja, wir können das zum Beispiel nachvollziehen durch, ich kann keine konkreten Zahlen nennen, aber wir können das nachvollziehen durch Anfragen, die kommen, die auch bei uns in der Redaktion eingehen. Und besonders können wir das sehen, das Interesse können wir besonders sehen an den Anmeldungen für den Newsletter. Also wir haben für unseren Newsletter rund 12.000 Anmeldungen und die gehen stetig in die Höhe. Also jeden Monat sind es ungefähr 100 bis 200 mehr. Dann hier noch eine weitere Frage. Enthalten die Unterlagen auch Informationen, aus denen hervorgeht, welche Umstände in Deutschland besonders stark das Klima beeinflussen, damit Kinder und Jugendliche eine Orientierung in der Masse der Themen bekommen? Was sollen die enthalten? Ob Deutschland besonders gut, besonders stark das Umfeld, dass das Klima beeinflusst? Welche Umstände gerade in Deutschland besonders stark das Klima beeinflussen? Welche Umstände? Naja, die Materialien weisen natürlich in jedem Fall darauf hin, dass die Entwicklungsländer eine große Verantwortung haben. Die Industrieländer eine große Verantwortung haben für die Entwicklungsländer und dass die den größten Teil des Klimawandels zu verantworten haben. Und dazu gehört natürlich auch Deutschland. Das ist auf jeden Fall enthalten in den Materialien. Gut. An mehreren Stellen. Dann noch eine letzte Frage, die haben wir tatsächlich heute schon ein paar Mal gehört. Welches Feedback bekommt die Initiative denn so? Also Feedback kommt eben unter anderem aus Briefen und Anfragen an die Redaktion. Das ist in der Regel ein sehr gutes Feedback. Wir haben auch schon einen Anwendertest gemacht. Da war das Feedback auch nicht schlecht. Also das werden wir sicherlich demnächst auch einmal wieder machen, um da noch mehr Feedback zu bekommen. Und außerdem hoffe ich, dass wir auch heute aus dieser Veranstaltung vielleicht noch etwas Feedback bekommen. Also ich würde mich freuen über Anfragen, Mails. Ich hatte auf die eine Folie, ich weiß gar nicht, ob wir die noch gesehen haben, die letzte Folie, meine E-Mail-Adresse draufgeschrieben. Jeder, der was wissen möchte, kann sich da sehr gerne hinwenden. Ich bemühe mich, das alles akribisch zu beantworten. Und wir können auch mal telefonieren, wenn jemand diese Unterrichtsvorschläge durchführen möchte. Sehr schön. Wie bei jedem anderen Vortrag auch, weise ich jetzt hier auch nochmal auf diesen Spatial Chat hin, der extra dafür eingerichtet ist. Ich weiß nicht, ob du da jetzt auch gleich noch aktiv sein wirst und zur Verfügung stehst, falls jetzt direkt irgendwo nochmal Fragen kommen. Das kann ich gerne tun. Du sagtest, wo ist der zu finden? Das ist der. Ich schicke dir gleich den Link. Ansonsten steht der auch hier auf dem Slide unten rechts, auch für alle Interessierten nochmal. Socializing Nachrichtenblog, special.chat. Ja. Kann man auf jeden Fall drauf gehen, sich einen Raum suchen, einfach mit den anderen Leuten nochmal reden. Und das ist natürlich immer schön, wenn die Referenten da sind. Das heißt, ihr könnt da tatsächlich auch einfach direktes Feedback einsammeln. Okay, da gehe ich jetzt rein. Ja. Immer. Also, für jeden, der noch Fragen an Claudia hat, einfach im Spatial Chat. Dann könnt ihr sie dann einfach direkt fragen. Dann vielen Dank an dieser Stelle.